Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hunter Game mit VOT. Ich spiele heute die SU-122-44 Tier 7 Premium Russen Panzer. Standarddaten über dieses Ding, 6,75 Sekunden lade ich diesen Panzer nach. Habe eine 100er Mannschaft drin. Genauigkeit auf 100 Meter sind 0,41, also nicht gerade die genaueste Gun. Damage pro Schuss 390. Das Besondere an diesem Panzer ist, er hat nur 90 mm Front, allerdings in einem gewissen Winkel. Und daher hat sie eine viel stärkere Panzerung, wie man denkt. Allerdings kommt das meiste trotzdem durch. Sie ist außerdem sehr stark, um gegnerische Scout ins Medium zu jagen. So, hier ist ein lebendiges Beweis. Hallo und. Headshot. Wanted. Ja, das ist gemein, aber jeder verdient so sein Geld. Mehr oder weniger. So. Ein VK. So. Er gibt meine, ich gebe eine. Everybody lucky. So, mein Freund ist ein Shirin, Tier 7 Medium Panzer, der Japaner. Mit Magazin. Ah, da hätte ich ein bisschen weiter links stehen müssen, damit ich wegnehmen können. Weitere Daten: Durchschlagkraft mit Standardmunition sind 175. Mit Goldmunition, soweit ich weiß, 217. Ganz bisschen daneben. Wie ihr seht, mein Freund prallt ab. Und die ist vollkommen abgeprallt, aber die kann kaum jemand nehmen. Jetzt soll ich mir das entschieden, auf diese VK zu zielen. Dann hat er das auch mal gemacht. Ja. Jetzt habe ich zwei Kills und schon einiges an Damage. Ja. Das geht gut auf. Durch. Shito schon wieder. Treffer. Wir verpassen eine, kommt nicht durch. Er zielt, ich ziele, er fährt weg. So. Kampfsituation. Ich halte ein bisschen mehr aus wie er. Allerdings ist er ein bisschen flexibler als ich und ein bisschen genauer. So, da habe ich eine kleine Kante gesehen und. Headshot. So, und der VK natürlich. Yay. Und. HE. Also, mein Freund, nichts Giger. HE, aber. Nicht in so einem Fall. Viel Glück beim nächsten Match. So, ich bin jetzt bei 4 Kills. Und schon einiges an Damage. Also, der Grund, warum ich das fahre, ist Arti. Kann sich ja wohl jeder denken. So, jetzt kommt es, bis der Tiger 1 sagt. Noob Team. Er hat eine 47er persönlicher Wert. Win 8. Und macht sozusagen. Ja, ich setze einen. Oh, der ganze Kopf. Oh yeah. Ja. Weiteres nicht gute Sichtweite. Allerdings, der Damage pro Minute ist sehr gut. Ja, ich habe jetzt hier 5 Kills. Versuche mit der Artis zu sneaken und. Nein. Die wurde gestern schon geholt. Mache eine kleine Schleife. Tiefe 31 und kann nicht winnen. So. Dann sehe ich dort hinten. Yes. 54. 50, eine 416er Schelle. Entschuldigung. Ja, den Tiefe 31 hätte ich gern rausgeholt. Da hätte ich nämlich meinen 6. Kill. Wird allerdings leider nichts. Ja, die sagt die ganze Zeit, greifen an. Ich wünsche mir nur, bitte nicht. Aber, was soll man tun? Die Arti hat, wie man so schön sagt, ihr Ziel gefunden. Und wie sagt man so schön?
leider auch getroffen. Okay, ich bin bei 5 Kills und 179 Life. Das ist sehr viel, sag ich jetzt mal, spaßhalber. Schauen wir gerade unser Team an, sehen den Ding. So, das ist die Hellcat. Low Life natürlich. Und dann erstmal Yippie, One Hit. Und dann sehe ich den Gewitiger, greife ich den angreifen. Wieso erstmal? Nein. Meins. War 6 Kills, wäre schon schön gewesen. Ja, weitere Daten. Gleiche Gun wie die ES. Reload Time von 16.5. So, da ist die Hellcat. Jetzt heißt das nur noch, wie sagt man so schön, warten. Also ich sie und habe abgedrückt. So, der Schuss ist rausgekommen. Wir verfolgen ihn mal, verfolgen. Fliegen vorbei. Ja, vorhin habe ich sie gerade kurz gesehen. Ja, gerade nicht gesehen. Nun ja. Auf jeden Fall, der Schuss geht so langsam auf sich seinem Ziel entgegen. Der lieben Freundin Hellcat. Ich mach ein bisschen schneller. So. Dann hört man hier den Schuss. Und ich glaube, da sieht man ihn schon. Ja. Diese kleine Kugel hier. Das kleine Ding da. Ist eine 122 mm Prozent. Die Ziel getroffen hat. Ja, das ist mein Kill Nummer 6. Ich wurde nicht gespottet, noch sonst irgendwas. So, die erste ist ein One-Shot. 151 Life, unsere Neo-T-7-Presse hat nur ein Leben. Also, da hätte ich mir gewünscht, dass die ES vorgefahren wäre und einfach eiskalt, Entschuldigung, in den Tod gefahren wäre. Weil wir haben halt Artis und die können sie halt auch rausnehmen. Das ist halt ein bisschen traurig. Aber ja, man kann nicht alles haben. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, hab den 6. Kill. So. Sieht die T-150? Erstmal, wieder gesagt, lange Aimzeit, ungenaue Gun, aber. Ein Russe trifft so schnell. Entschuldigung. Ein Russe verfehlt so leicht sein Ziel nicht. Ja. Also, ich habe vor, dieses Replay noch heute rausbringen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Replay. Weil mir hat sehr viel Spaß, diese Runde zu spielen. 7 Kills. Wäre die erste Angriff lustiger gewesen, hätten wir gewonnen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns bei der Auswertung. Bis gleich. Ja, willkommen zurück bei der Ausbildung. Ich habe die erste Klasse, den Duellant, den Kriegsgebiet, einen Krieger, eine Stahlwand, Großgeliber und Panzermeisterschütze. Gespottet 50 bei der ES, naja. Auf jeden Fall, ja, einiges an Damage gemacht. Oh je. Damage insgesamt. Zahl 3400 Damage. 7 Kills. Sehr gutes Spiel. Gutes Geld gemacht. 4155 Basiserfahrung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun und roll out.